Dach Leute, ich bin's wieder, ein Typ, und heute begrüße ich euch endlich zu Resident Evil 4 Separate Ways, also dem DLC von Resident Evil 4, was ich schon sehr lange eigentlich bringen wollte, aber aus Gründen nicht getan habe. Doch bevor es mit dem Gameplay losgeht, wollte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass fast 87% von meinen Zuschauern nicht abonniert haben. Ich meine, wenn ihr euch den Bums hier anguckt, dann gefällt euch der Scheiß ja auch und es ist interessant und ihr könnt irgendeinen Mehrwert daraus mitnehmen, irgendwie sowas. Dann lasst doch ein Abo da. Ich meine, es ist kostenlos, es tut auch nicht weh und es unterstützt den Kanal sehr. Und jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Und damit willkommen zu Separate Ways, beziehungsweise Resident Evil 4 Separate Ways, dem DLC, welches quasi parallel zu Resident Evil 4, also zum Hauptgame, spielt und die Geschichte von aus Adas Perspektive zeigt. Lange habe ich darauf gewartet, das zu spielen. Und ja, wir beginnen, würde ich mal sagen. Luis macht komische Tanzbewegungen. Und währenddessen wird jemand getötet. Okay. Ich frage auch gar nicht, warum. Der nächste Tanz gehört wohl mir. Oh, sicher doch. Okay. Lass mich raten, das ist Ada. So beendet man doch keinen Tanz. Ja, erwartungsgemäß. Die richtigen, hoffe ich. Perfektes Timing, Ada. Du weißt, ich lass mich nicht gern bedrängen. Okay. Und ja. Genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Immer haben sie dir deine Klamotten gelassen. Auch den Bernstein? Nein. Der ist an einem sicheren Ort versteckt. Dann führ mich hin. Mit Vergnügen. Okay, ich kann steuern. WASD zum Gehen. Oh, da habt ihr euch ja was ganz Neues einfallen lassen. Aber dort ist er sicher. Vergiss nicht. Kein Bernstein, kein Ding. Okay, da ist eine unsichtbare Wand. Ich weiß. Was wollt ihr mit dem Ding überhaupt? Ja, ich hab Klang. Das wüsste ich auch gern. Was? Ich will keine Granate werfen. Aber das nehme ich gerne mit. Oh Gott. Muss ich erstmal wieder daran gewöhnen, dass F hier die Sache, die Taste für Sachen aufnehmen ist. Ist hier noch irgendwas anderes, außer ein Grout? Denn? Ach da. Ah, ich kann ihn nicht abknallen. Sie suchen nach uns, das ging schnell. Aber wir umgehen sie, okay? Alles klar. Und wie stellst du dir das vor? Da ist die Tür einfach offen, natürlich. Und hoch mit dir.
Und hoch mit mir. Oh Gott. Hol den Bernstein. Wir treffen uns später. Nein! Sorry, aber ich lass doch eine Lady nicht allein. Au! Boah. Triff mich bei der Kirche. Lass es kein Begräbnis werden. Was ist das, die Katze? Ich dachte, ich muss jetzt wirklich gegen den kämpfen. Ja, GG würde ich mal behaupten. Nicht schlecht. Aber das wird nicht reichen. Muss ich jetzt wirklich gegen ihn kämpfen? Wie dodge ich nochmal? Das ist viel zu lange her. Auf E. Oh Gott. Die Tastenumverlegung hat mir nicht gut getan. What the fuck, Was ist jetzt? Hat sich teleportiert oder wie? Bilde ich mir das ein? Halten Sie mich an? Ich weiß es nicht. Okay, da bin ich hier. Die greifen mich an. Das ist der richtige. Das ist der richtige. Was das schon? Das ging schnell. Und komm ja nicht wieder. Zum Ausgang gehen. Wo ist ein Ausgang? Ich bin nicht über der Karte. Okay, es ist quasi hier. So. Irgendwelche Secrets, von denen ich wissen sollte. Dass wir also gleich mit einem Bosskampf starten, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Stimmt, ich kann hier diese Teile zerstören, oder? Das ist wirklich so lange her. Irgendwelche Secrets, von denen ich wissen sollte. Ich glaube, ich laufe gerade komplett in die falsche Richtung. Das sieht mir sehr secretig aus. Hier die Kiste irgendwie auch kaputt machen? Nein? Okay. Dann bin ich quasi wieder mal umsonst hier hingelaufen. Also wie immer, ne? Perfekt an der Tür vorbeigelaufen. Das, läuft sehr gut jetzt schon. Aber ich glaube nicht, dass wir den das letzte Mal gesehen haben. Den netten. Sieh was? Gut, dann. Die Granaten weg, bitte. Ich möchte die nicht wasten. Mal gucken, ob hier unter den Säulen was ist. Diese komischen Vasen haben hin und wieder auch mal richtig nützliche Sachen. Zentrale, kommen. Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Zentrale, hört ihr mich? Ich höre dich. Also? Oh, Wesker. Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten. Und? Wie lautet die Lösung? Luis ist bereits auf dem Weg zur Kirche. Ich überwache sein Signal. Sehr gut. Dann
verschwinde von dort. Okay. Ich muss nur noch rausfinden, wie. Gehe mir einen Überblick verschaffen. What? Hat die irgendwie... was im Auge? Irgendwie? Oh, was war das gerade? Okay, da muss ich hin. Bleib auf den Dächern. Du hast die Ausrüstung. Und vergiss nicht, der Be- aber durchrushen. Das ist ein grünes Kraut. Verstanden. Aber ein bisschen Zeit ziehen wird doch erlaubt sein. Ich erinnere mich an diese Stelle aus dem Hauptgame. Ich muss auf den Dächern bleiben, ne? Also quasi nicht hier lang. Ich will den trotzdem killen. Einfach aus Prinzip. Da ist einer. Das sind mehrere. Und wir gehen langsam zurück. Ich muss nämlich ein bisschen aufpassen. Ganz langsam. Und gute Nacht. Ich möchte das hier ein bisschen vorsichtiger angehen als das Hauptspiel. Guck mal, der hat einen Lappen im Gesicht. Wenn es halt vielleicht ein bisschen länger dauern wird. Ist hier was? Nein. Mal gucken. Da unten sind auf jeden Fall Gegner. Ich höre sie. Oder den Dude hier, je nachdem. So. Hier was Nützliches drin. Pistolen, Munition, Schießpulver. Ich höre irgendwas. Muss ich hier runter? Vielleicht muss ich doch da runter. Ich glaube, ich bin wieder mal einen übelsten Umweg gegangen. Wir werden sehen, würde ich sagen. Was? Ich kann mich hier hochgrabbeln. Ich war hier doch gerade schon. Da muss ich hier hin. Nee, ich muss hier runter, oder? Kann ich hier hin? F runterspringen. Sieht tatsächlich so aus, als wäre ich hier richtig. Rotes Kraut. Okay. Ja, da möchte ich jetzt im Moment nicht hin. Zielfernrohr. Easy. Und irgendein Gewehr. Hier ist wieder diese Kanone. Im Hauptspiel war die ja irgendwie... war das nicht für das Öffnen des Tors? Es ist alles viel zu lange her. Ich habe keine Ahnung mehr.
Einfach hier hochklettern? Das wird seinen Zweck schon erfüllen. Man kriegt ohne Aufsehen zu erregen. Ist nur Schießpulver. Aber ich glaube, ich bin hier richtig. Oder? Eleganter Haarschmuck. Da gibt es also auch wieder Schätze. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch mit dem Händler interagieren. Hier war ich doch auch schon. Wo muss ich denn hin? Ich bin etwas verwirrt tatsächlich. Bin wieder komplett den Umweg gelaufen. Vielleicht muss ich doch da unten lang. Da wo der Gegner ist. Keine Ahnung. Ah, hier kann ich lang. Das wusste ich natürlich. Und gute Nacht. Aber bis jetzt bin ich noch nicht aufgeflogen. Das ist tatsächlich für meine Verhältnisse eine ziemlich gute Performance. Okay, das sind die beiden. Vorsicht, ich glaube, die machen die Teile mir Schaden. Ich will es auch gar nicht erst raushalten. Eine Blendgranate. Die nehme ich auch gerne mit. Ich finde, dieser Grappling Hook ist auf jeden Fall viel. Ich würde nicht sagen, besser. Ein Seidenkristall. Weil man damit, finde ich, bewegt man sich viel besser fort, als wenn man den ganzen Weg laufen muss. Oh, ich bin exposed. Oh oh. Das ist so ein Bum-Bum-Bum-Fass. Geh weg, ich will das Bum-Bum-Fass treffen. Dann muss ich mit der Kanone auf die schießen. Okay, das ist natürlich viel cooler. Und hier auf das Katapult um. Ist hier noch ein anderes Katapult? Da hinten. Boom. Noch was? Wo war das alles? Dein Selbst war das alles gewesen. So. Hier liegt ein bisschen was an Loot. Das nehme ich natürlich mit, weil kann man immer gebrauchen. Ist hier irgendwas? Fast geschafft. Fast geschafft. Das ist doch Sass. Da kommt doch bestimmt noch mal irgendwas. Ich wusste es. Der Bro weiß auch nicht, wann es genug ist. Kapitel beendet. Das war's schon. Das ging tatsächlich relativ schnell.